darf das Mikrofon ganz kurz weitergeben. Herzlichen Dank. Okay. Mal umstecken. Na, brauche ich nicht. Warten wir, bis es läuft. An der Stelle jetzt mal herzlichen Dank für die Einladung. Das Thema Sport, das wir in diesem Zusammenhang für wie da jetzt eingeladen wurden, uns vorzustellen. Der plötzliche Herztod im Sport ist ein Sonderthema. Wir sind keine typische Wiederbelebungsinitiative, sondern haben uns etwas breiter aufgestellt, wo das Teil der Reanimation ein wichtiger Part ist. Und zwar sehen wir da die Caroline Machacek. Sie ist eine junge Frau, die beim Frauenlauf in Wien 100 Meter vor dem Ziel einen plötzlichen Herzstillstand erlitten hat. Mittlerweile, so wie sie da voll strahlend ist, auch Teil der Heartbeat Foundation im Vorstand. Und sie wurde gerettet, wir wissen es, weil eben jemand da war, der schnell eingegriffen hat, weil ein Defi auch da war, sie einen schnellen Strom bekommen hat. Und sie kann jetzt ihr Leben ganz normal weiterführen. Man hat auch eigentlich keine strukturelle Grunderkrankung gefunden. Das ist nicht bei jedem der Fall. Im Sport gibt es sehr viele Fälle, berühmte Fälle meistens, oder die öffentlichkeitswirksamer sind. Und leider ist das nicht überall der Fall. Der Grund, warum ich das mache, ist, vor 13 Jahren ist mein Bruder gestorben, auch im Sport. Und damals wusste ich noch nicht, wie man damit umgeht oder wie man darauf reagieren könnte. Mittlerweile ist das Ganze schon eher klarer, was man machen kann. Nur auch wenn das so schlimm klingt, der Sport ist kein Mord. Ja. Die Zahlen sind jetzt vielleicht erschreckend, aber man kann einiges tun. Und zwar haben wir uns der Prävention verschrieben. Jeder, vor allem da erinnern bei diesem geballten Wissen, in der Medizin wird jeder mir zustimmen, dass Sport und Bewegung grundsätzlich gesund sind. Ja. Was wir aber propagieren, ist neben diesen Zielen, die auch drücken mich, wir haben uns da eh auch verschrieben und mit Puls fahren die gleiche Rufen, Drücken, Schocken, Tonalität und das Wording. Wir wollen vor allem auch alle Sportler und die Vereine dazu bewegen, regelmäßige sportmedizinische Untersuchungen zu machen. Und wir wollen natürlich diejenigen Fälle wie die Caroline Machacek auch eine Möglichkeit bieten, danach wieder in den Sport zurückzukehren. Die Zahlen brauche ich Ihnen, glaube ich, nicht vorstellen. Wir haben auch schon einiges gehört. Das ist ein Flächenbrand, ja? Ein Flächenbrand in Österreich, der nicht geregelt ist, weder gesetzlich noch sonstiges. So ist besser. Entschuldigung, ich hoffe, man hat bisher alles verstanden, was ich gesagt habe. Dieser Flächenbrand, den begegnen wir auch, aber im Feld des Sportes mit drei grundsätzlichen Ausrichtungen. Wir wollen eine Aufmerksamkeitssteigerung, so wie alle anderen, die in diesem Feld arbeiten, auch. Jedoch für die Prävention des plötzlichen Herztodes im Sport. Dazu führen wir Herzsicherheitsprojekte durch, so nennen wir das, indem wir an Vereinen für mehr Gesundheitsbewusstsein sorgen und auch jedem Einzelnen in den Vereinen lernen, wie einfach es ist, ein Leben zu retten. Wie das geht, haben wir eh schon gehört. Und natürlich, weil wir auch davon überzeugt sind, dass ein schneller Strom einfach entscheidend ist im Outcome, die Ausstattung der Sportstätten mit öffentlichen Einrichtungen, Herzsicherheitsbox, AED, aber öffentlich zugänglich ist uns immer sehr wichtig im Umfeld der Sportstätten. Wie das aussieht, glaube ich, haben die meisten von Ihnen gesehen, dass der Sport öffentlichkeitswirksam ist, dass da auch jemand vor Ort ist bei Ligaspielen, wie da in Spanien. Es stellt sich auch sicher, man beachte hinten denjenigen, der sich die Schuhbänder gebunden hat. Demjenigen wurde schnell geholfen. Ja. Aber, was wir alle wissen, die Sportvereine um die Ecke, bei Ihnen zu Hause, bei uns, die haben das nicht. Die sind nicht vorbereitet und geschweige denn in Trainingssituationen oder bei Nachwuchsspielen erst recht nicht. Und ich glaube, erst die Regelung ist ab der Regionalliga im Fußball beispielsweise, wo ein verpflichtender Rettungsdienst vor Ort sein muss. Grundtenor von uns, der plötzliche Herztod ist vermeidbar. Wir wissen es. Es muss auch gar keine Wunder geben dazu, sondern es muss einfach nur Leute geben, die wissen, wie man es machen kann. Wie wir das machen, das zeigen wir immer wieder in Schulungen und da haben wir auch ein kleines Video gestaltet.
Macht einen Sport herzsicher. Sie sehen, wir haben da ein bisschen einen anderen Zugang oder wir nutzen die Möglichkeiten des Sportes, wo wir die Menschen in eine andere Stimmung abholen. Und dementsprechend haben uns die Vier Leaders da geholfen, das ist Österreichs einzige Männer-Cheerleading-Truppe, die es wirklich in echt gibt. Ja, sind keine reinen Schauspieler und geniale Sportler, wie man gesehen hat. Wie wir das machen, ist ganz einfach, sage ich mal, vier Schritte. Die natürlich länger dauern, aber das erste ist einmal, jeder Verein kann sich kostenlos anmelden. Punkt. Möchte ich mit so mitschicken. Wir starten dann gemeinsam ein Fundraising-Projekt, wo wir für Awareness sorgen in diesem Umfeld. Einfach einmal diese Dinge zeigen, dass es einfach ist, Leben zu retten. Und wir sammeln dabei Gelder für eine Vorortumsetzung mit einer Herzsicherheitsbox, wie man es auch im Film gesehen hat, die öffentlich durch einen Schlag ganz einfach zugänglich ist. Und das Allerwichtigste, jeder in diesem Verein soll einmal geschult werden. Geschult im Sinne eines kurzen BLS, einer Demonstration, keiner Schulung, wie gesagt, wie das Rote Kreuz es anbietet. Das ist das, was wir am Ende sagen, geht es zum Erste-Hilfe-Kurs. Aber für uns ist eines wichtig, Gesundheit im Verein. Es soll einen Menschen geben, der dieses Thema verantwortungsvoll übernimmt. Und da geht es um eine laufende Betreuung, dass das auch regelmäßig kommt. Wir wissen von den Studien, alle halben Jahre sollte das eigentlich für eine Top-CPR einfach auch wiederholt werden. Wir sagen einfach, so wie es auch bei Rapid ist, macht es einmal in der Saison. Herzsicherheitstraining ist ein Oberkörpertraining. So schaut es dann aus. Wir haben das bei Rapid mit jedem einzelnen Spieler bis zum Präsidium in drei Wellen durchgeführt und dabei eines festgestellt, und ich hoffe, irgendwann wird es soweit sein, die Menschen werden auch Leben retten, wenn wir ihnen einfach zeigen, wie es geht. Einige Projekte, nur eine Auswahl, wo wir das auch gemacht haben, unter anderem auch bei Grödig haben wir alle Spieler geschult und sonstige Awareness-Aktionen beim Beachvolleyball in Klagenfurt oder beim ATP-Tennisturnier in Kitzbühel. Und wie das Ganze bei Rapid ausgesehen hat, zeigen wir jetzt. Die Heartbeat Foundation lud sämtliche Rapid-Nachwuchsspieler zwischen 14 und 18 Jahren ins Gerd-Hanapi-Stadion, um mit ihnen eine Schulung zum Thema Herzsicherheit durchzuführen. Die Heartbeat Foundation ist jetzt seit 2,5 Jahren daran, dass wir den Sport herzsicherer machen. Es geht darum, dass wir an Sportstätten, Vereine, die Schüler, die Sportler, die Funktionäre, alle miteinander schulen, dass sie dann helfen können, wenn ein plötzlicher Herztod eintritt. Und das passiert leider in Österreich alle 30 Minuten.
Mehrere Studenten der Medizinischen Universität Wien haben unter der Aufsicht von Universitätsprofessor Dr. Fritz Sterz den grün-weißen Zukunftshoffnungen das Verhalten im Notfall näher gebracht. Naja, das Wichtige ist so, dass man es einmal wirklich gemacht hat und dass man vielleicht so ein bisschen eine Routine bekommt, dass man es dann im Extremfall dann wirklich vielleicht aus dem Hinterkopf rausfischen kann, was man jetzt richtig macht. Ja, jetzt kenne ich mich besser aus. Super, also Sie sind ganz motiviert, drücken da brav drauf, auch von der Tiefe. Sollten Sie sich dann, glaube ich, nochmal abwechseln. Ich habe da eigentlich kann nicht mehr gehört, aber das ist voll okay. Deshalb ist wichtig, dass man sich auch immer rechtzeitig Hilfe holt. Auch die Nummer 34 von Rapid, Dominik Stackel, schaute bei der Schulung vorbei. Wenn einmal keiner da ist und man ist irgendwo in der Freizeit oder trainiert, das ist natürlich wichtig, dass man weiß, wie man umgehen soll, was man machen muss, wie man reagieren soll. Also für uns ist das heute sicher ein Meilenstein. Rapid ist natürlich in Österreich, nicht nur in Österreich, sondern europaweit eine große Nummer. Und wir sind sehr stolz darauf, dass es uns gelungen ist, hier mit der Jugend von Rapid diese Schulung zustande zu bringen und hier natürlich auch durch den Zugang zu den ganzen Personen, die da auch im Hintergrund mitwirken, Familien, Eltern, Freunde, natürlich auch einen guten Multiplikator erreichen. Rapid Wien hat wirklich offene Türen gehabt für das Thema. Sie haben verstanden, dass es ein Thema ist, dem man offen gegenüber sein muss, weil man helfen muss. Man muss immer wieder eingreifen und Rapid ist hoffentlich auch für uns ein Türöffner, dass wir andere Vereine dazu bringen und andere Menschen dazu bringen, beherzt zu drücken, mitzutun und vielleicht auch ein herzsicherer Verein zu werden. Jeder Verein kann sich bei uns melden und mit uns gemeinsam ein Herzsicherheitsprojekt machen. Die Heartbeat Foundation richtet sich auch an die vielen Amateurvereine in ganz Österreich. Ja, wir hoffen auch, dass sich Fans bei uns melden, die bei ihren kleineren Vereinen, wo sie selber aktiv sind oder als Fanclub, dass sie mit uns gemeinsam einen Schritt Richtung herzsicherer Sport machen. Und jeder kann mit uns gemeinsam zusammenarbeiten, entweder eine Spende tätigen für die Herzsicherheit im Sport, wir würden uns sehr darüber freuen, oder einfach mit uns gemeinsam vor Ort in einem kleinen Verein, es ist egal wo, überall sind Menschen, denen man helfen kann oder im Notfall helfen muss. Der Kooperation mit Rapid sollen noch viele weitere folgen. Wir haben sehr viele Anfragen und freuen uns darüber, aber jetzt konzentrieren wir uns auf Rapid und wir werden jetzt ein Jahr Herzsicherheit mit dem SK Rapid machen und im kommenden Jahr dann hoffentlich Bilanz ziehen mit sehr vielen Vereinen, denen wir gemeinsam ein Herzsicherheitsprojekt maßschneidern konnten, damit wir dort helfen können. Mit der Herzsicherheitsschulung der Nachwuchskicker waren am Ende alle zufrieden. Ja, ist sehr interessant, also sowas zu sehen. Ja, man merkt, dass auf einmal die Begeisterung steigt, wenn man mitmachen kann in den Kleingruppen. Zuerst ist jeder skeptisch, aber es ist ein tolles Bild, so viele Nachwuchsspieler des SK Rapid da tatkräftig zu sehen. Und beim Drücken kommt jeder drauf, dass er eigentlich helfen kann. Das ist schön. Zum Abschluss möchten wir einfach unsere Botschaft dann noch vermitteln. Wir wollen einfach aufmerksam machen mit Heartbeat Story. Das sind die Geschichten, die der plötzliche Herztod so weit geschrieben hat, die negativen, aber auch die positiven, wie die Caro Machacek, die wir vorher gesehen haben eingangs, oder der Lukas Schubert, der ehemalige Grödig-Spieler, der mittlerweile nach einer Herzmuskelentzündung und 2 Jahren Rekonvaleszenz wieder Fußball spielt, und zwar in Derry in Nordirland in der ersten Liga. Es zeigt, dass ein Weg zurück möglich ist und da begleiten wir auch dabei und wollen mit diesen wunderbaren Fällen auch aufmerksam machen. Und auch in der Prävention ist ein Zukunftsprojekt von uns, dass wir einfach schon im Vorfeld wirklich auch diese sportmedizinischen Untersuchungen propagieren. Das ist kurz zusammengefasst unsere Arbeit und ich freue mich auch über eine Diskussion möglicherweise und herzlichen Dank noch einmal, dass wir auch teil sein durften an der Stelle und ich hoffe, ich habe Ihnen einen guten Einblick gegeben in das Thema, das für uns Motto und Ansporn zugleich ist. Herzlichen Dank. Ja, danke Gregor. Ich habe am Anfang fast vergessen, dich vorzustellen. Das hast du, glaube ich, inzwischen mit deinem Thema sehr gut selbst getan. Den dritten im Bunde.
Falls jemand Informationsmaterial haben will zum Thema Sport und plötzlicher Herztod, die Fibel, das sollte alles erklären, liegt hier auf. Danke. Gut, der Dritte im Bunde, ein alter Bekannter, der Wolfi Hansl, möchte an das anschließen, was in meinem Vortrag schon kurz vorgekommen ist. Am besten fangen wir an bei den Kindern. Und du hast da ein ganz spezielles Projekt vor und ich darf bitten, deine Initiative gleich vorzustellen. Danke. Vielen herzlichen Dank und schönen guten Abend.